Mit einem farbenfrohen Festel hat am Samstag in Bad Krötzing die Kneipse so begonnen. Die Lehren des Pfarrers Sebastian Kneipp spielen eine große Rolle dort. Leute jeden Alters kommen in den Kurpark, um beim Ankneipen dabei zu sein. Immerhin ist das Kneipen schon eine wichtige Sache für die Stadt. Wir erleben momentan eine kleine Hochkonjunktur, würde ich sagen. Der Kneipverein hat im Sinokur eine neue Heimat gefunden. In den Kindergärten zertifizieren wir alles nach Kneipp. Also in Bad Kötzting ist überall der Kneipp-Gedanke ziemlich verankert und das ist für uns schon ein tolles Alleinstellungsmerkmal hier in der Gegend. Vom Kneipen profitiert aber nicht nur Bad Kötzting. Auch der Anwender hat was davon. Die 5 Säulen, auf denen Sebastian Kneipp seine Lehre aufbaut, sind gut für Körper und Geist. Wasser, Bewegung, Ernährung, Pflanzen und Kräuter sowie Ordnung helfen dem Körper ganzheitlich. Das weiß auch Dr. Martin Schlossbauer. Der Internist kennt die Wirkung der Anwendungen. Der Haupteffekt sind Reize, die man setzt. Reize, um Vorgänge im Körper zu aktivieren, insbesondere auch das Immunsystem zu aktivieren. Und dazu gehört natürlich auch dieser Kaltreiz, den man setzt. Es gibt verschiedene Reizstärken und diese Reizstärke nimmt im Lauf der, jetzt zum Beispiel der dreiwöchigen Kneippkur zu und wird dann am Ende der Kur wieder abgebaut. Und das führt eben dazu zu einer Umstimmung im Körper, das alle möglichen Prozesse, also sei es im Stoffwechsel, im Immunsystem oder auch in der körperlichen Leistungsfähigkeit, auch im mentalen Bereich einfach zu einer Stabilisierung führt. Und so dreht dann nebst Bürgermeister auch das Pfingstbrautpaar seine Runden im Kneippbecken.